Schönen guten Tag, mein Name ist Harald Heitz. Ich bin Geschäftsführer hier im Autohaus Hillenberg. Autohaus Hillenberg existiert in Bergisch Gladbach schon seit über 80 Jahren. Und warum ich mich jetzt heute an Sie wende, das ist ein Stück Revue passieren lassen, was Autohaus Hillenberg bisher gemacht hat. Und dazu kommt, dass ich Ende dieses Jahres hier aufhören werde und dann kommen zwei neue. Das heißt, wir haben einen Generationswechsel vor uns, der dann hier im Autohaus stattfinden wird. Wir haben zwei junge Herren, das ist einmal Benjamin Dreck, der ist seit 16 Jahren hier bei uns im Autohaus beschäftigt, mittlerweile Verkaufsleiter hier im Autohaus. Und der Alexander Schuh-Schmidhüsen ist der Sohn von meinem Kollegen Heiner Schuh. Und auch er hat hier schon im Autohaus gearbeitet, kommt jetzt zurück und beide möchten gern hier was bewegen, möchten sich einbringen, möchten die Zukunft mitgestalten im Autohaus Hillenberg. Und das war dann jetzt ein Grund, dass wir zusammen gesprochen haben, wie lange macht man es gemeinsam oder wann steigen die beiden komplett ein. Und das war dann jetzt die Entscheidung, für mich auch eine Chance, das Ganze in aus meiner Sicht sehr gute Hände zu übergeben. Und dann heißt es natürlich dann auch Abschied nehmen für mich. Autohaus Hillenberg ist für mich natürlich schon ein Thema, seit ich lebe. Mein Vater hat das Unternehmen viele Jahre mitgeleitet. Gegründet wurde es damals 1937 von dem Ehepaar Hillenberg. Mein Vater und sein damaliger Kollege, der Herr Hofstadt, die haben beide erst als Gesellen hier gearbeitet im Unternehmen, damals noch in der Buchholzstraße, später auch als Meister und sind dann in die Geschäftsführung mit eingetreten, als der Herr Hillenberg krank wurde, und haben es dann eben noch viele Jahre gemacht mit der Frau Hillenberg gemeinsam. Das Ganze dann später übernommen, weil die Ehepaar Hillenberg auch keine Kinder hatte, keine Nachfolger. Insofern ist Mercedes-Betrieb oder Reparaturwerkstatt für mich bekannt, seit ich laufen kann, seit ich wusste, wo mein Vater arbeitet oder was er tut. Und auch während meiner Schulzeit hat mich das natürlich auch immer ein Stück weit begleitet. Meine Eltern haben es mir damals ganz offen gelassen, was ich machen kann oder soll. Aber natürlich war das schon ein Interesse, so eine Geschichte auch mit zu übernehmen. Für mich der Hauptpunkt war an sich, hier mit, sag ich mal, moderner Technik zu tun zu haben, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite immer wieder mit vielen Menschen zu tun haben, sei es die Mitarbeiter, sei es die Kunden. Also eingestiegen hier ins Autohaus Hillenberg bin ich abgesehen von der Ausbildung als Kfz-Mechaniker, im April 1990 und bin als Geschäftsführer damals mit dem Sohn von Herrn Hofstadt, mit Walter Hofstadt dann zusammen eingestiegen als Geschäftsführer 1994. Seitdem bin ich als Geschäftsführer hier im Unternehmen tätig. Und diese Geschäftsführertätigkeit hört dann auf jetzt zum 31.12.2020. Also insofern 26 Jahre als Geschäftsführer hier im Unternehmen tätig gewesen. Wenn ich hier aufhöre, die Frage, was wird mir am meisten fehlen, ist mir schon häufig gestellt worden. Ich denke mal ganz, für mich insbesondere der Kontakt mit den Menschen, sei es mit den Mitarbeitern, sei es mit den Kunden. Das war für mich immer eine Sache, mit Menschen in Kontakt zu kommen, mit Menschen zu reden, Probleme zu lösen, Hilfestellung zu geben, natürlich auch Abläufe einzubringen und mitzugestalten, dass das Ganze entsprechend auch weitergeht. Das war so für mich die Sache, die mich hier am meisten, sag ich mal, die mir am meisten Freude bereitet hat. Das Ganze gewürzt mit der Technik, wobei ich ganz ehrlich zugestehen muss, also ich könnte jetzt heutzutage nicht mehr in einem Fahrzeug was reparieren, was meine Mannschaft, meine Jungs hier tagtäglich tun, weil der Fortschritt da drin und die Veränderungen da drin sind so gewaltig, dass man immer wieder erstaunt daneben stehen muss, um zu sehen, was ist hier, was ist da. Also sind enorme Veränderungen drin zu dem, was ich da seinerzeit mal gelernt habe als Kfz-Mechaniker. Die junge Generation, die jetzt nachfolgt, wenn ich einen Tipp geben darf, wäre für mich ganz wichtig natürlich, abgesehen von den Standards, die wir natürlich erfüllen müssen, wir haben Verträge mit dem Hersteller, also mit Mercedes-Benz, aber was einfach das Autohaus ausmacht und das die Gemeinschaft und dass man gemeinsam das Ganze hier am Laufen hält und vorwärts bringt, ist es für mich ganz wichtig, oder wäre der Tipp, den ich da weitergeben würde, auch den Kontakt einfach mit den Mitarbeitern zu halten. Und immer mal wieder durchgehen, immer mal wieder mit den Leuten reden,
präsent sein, gucken, was ist hier los, was ist da los, um einfach eine gewisse Persönlichkeit aufzubauen, eine gewisse Nähe aufzubauen, dass die Mitarbeiter sich auch hier gut aufgehoben fühlen und einfach wissen, mit dem Chef kann ich reden. Dafür muss man einfach nah an den Mitarbeitern sein und nicht irgendwo hinter der verschlossenen Tür in seinem Büro sitzen. Wie geht es dann weiter? Was mache ich dann weiter? Ganz ehrlich, eine genaue Vorstellung habe ich da noch nicht von. Es gibt einige Themen, wo ich einfach Spaß dran habe. Das heißt der Haus, sei es der Garten. Ich habe zwei Hunde, eine Runde Motorrad fahren, Sport machen. Und wenn dann die vielleicht große Langeweile kommt, dann werde ich mir ganz in Ruhe dann überlegen, wie ich die angehe. Ich glaube, es gibt durchaus genug Möglichkeiten, sich auch heutzutage auf dem ehrenamtlich sinnvoll einzubringen, wenn man dann meint, man könnte da noch was bewegen oder irgendwas helfen. Ich werde es in Ruhe auf mich zukommen lassen. Also eine konkrete Vorstellung, dass ich jetzt irgendwas Neues anfange oder neu anpacke oder irgendeine Firma neu gründe oder sowas, nein, definitiv nicht. Wie sich das Ganze ergibt, wird man sehen. Es ist für mich auch eine spannende Zeit, die da auf mich zukommt. Und ich bin gespannt drauf, wie das Ganze sich gestaltet, wie es sich anfühlen wird und was ich dann machen werde. Insofern würde ich also hier die Stelle auch schon mal nutzen, mich zu verabschieden, mich zu bedanken für viele konstruktive Gespräche, für viele Erlebnisse, die ich hier in den Jahren hatte. Autos Hildenberg ist mir ans Herz gewachsen, wird auch immer so bleiben und mit Sicherheit werde ich auch hin und wieder mal die Nase hier reinstecken. Ich würde mich freuen, wenn ich hier gegebenenfalls den einen oder anderen Kunden auch weiterhin schon mal treffen könnte, wenn man auch ein paar Worte miteinander wechseln kann und das nicht einfach abgeschottet ist, so heißt es jetzt raus aus dem Autos Hildenberg, sondern dass man da auch noch einen gewissen Kontakt halten kann. Für die Mitarbeiter, denen wünsche ich, dass wir auch weiterhin für die Kundschaft hier ein Autohaus sind, wo man gerne hinkommt und wo man sagt, das war eine gute Geschichte, da komme ich auch wieder hin.